Mir ist auf alle Fälle Haarpflege sehr wichtig. Durch das, dass ich viel draußen arbeite, haben die halt durch die Sonneneinstrahlung und die Witterung relativ anfällig und deswegen muss man die halt regelmäßig pflegen. Also Mädels, ich kann euch verstehen, wenn ihr mit euren Haaren lange im Bad braucht, weil Pflege braucht einfach Zeit. Es gibt einen Superheld, der wo mir wahrscheinlich ein bisschen ähnlich schaut, und zwar ist es Thor. Mir macht es so Spaß, hin und wieder mich zu verkleiden wie Thor. Keine Angst an alle Frauen, ihr müsst es jetzt wegen mir nicht irgendwie anziehen oder echt da verkleiden. Es ist deiner. André, du hast ein Date. Trotzdem will ich natürlich wissen, was jetzt hier los war, liebe Sarah. Wo hast du denn jetzt gesagt, das ist nichts? Also ich habe selber sehr stressige Haare, weil es Extensions sind. Und da brauche ich mega lang im Bad. Und dann hast du gesagt, dass du auch lange brauchst. Und dann beide lang im Bad. Oh Gott, das wäre ein Chaos. Hast du auch Extensions? Na, okay. Alles Natur. So, ich gehe hier nochmal zur lieben Elsa. Oh, guck mal, du guckst ja schon fast traurig. Was denn jetzt los? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich gönn's ihr einfach. Ich habe so gemerkt, sie will Tor und sie kriegt Tor. Ja. Ja. Toll. Aber hier sind ja jetzt zwei. Das stimmt. Ich würde Tor auch gerne mit nach Hause nehmen. Okay, Sabrina, warum soll er dich denn jetzt mit nach Hause nehmen? Damit sie ihm die Haare föhnen kann. Ganz genau. Damit sie ihm die Haare föhnen. Nee, ich kann aber ihm schon mal die Haarpflege abnehmen. Er kann mir die Gartenarbeit abnehmen. Ich glaube, das passt ganz gut. Okay, Kiki, dein Tor? Ja. Warum soll er sagen ja, nämlich Kiki? Ich habe einen sehr großen Garten. Und der ein oder andere Busch muss getrimmt werden. Das hast du so erotisch gesagt. Was dich jetzt vergessen haben. Den lassen wir mal so stehen. Also nicht den Busch. So, lieber André, da sind zwei Mädels übrig, die wollen dich, aber jetzt drehen wir den Spieß um. Du stellst den beiden jetzt eine Frage, die ihr beide bitte beantwortet. Ja, ich sag dann, in welcher Reihenfolge, und dann gucken wir mal, für wen du dich entscheidest. Also deine Frage an Kiki und Sabrina, lieber André. Welche Superkraft hättet ihr gerne und warum? Soll ich übersetzen? Nein, habt ihr verstanden. Liebe Sabrina. Oh, ich glaube, ich wäre gerne unsichtbar manchmal, um so ein bisschen Mäuschen zu spielen und zu gucken, was denn so passiert, wenn man selber nicht anwesend ist. Also unsichtbar sein finde ich schon eine super Superkraft. Ja. Okay, unsichtbar sein, sagt Sabrina. Und Kiki? Ich würde gerne fliegen können. Oh. Völlige Freiheit. Völlige Freiheit. Ja. Einmal, lieber André, muss ich jetzt entscheiden zwischen fliegen können und unsichtbar sein. Zwischen zwei hübschen Frauen, aber nur eine geht mit dir auf ein Date. Also geh jetzt bitte zu der, die du nicht möchtest, und basser sie raus. Danke, danke, danke.